Umgang mit Hinterlistigkeit anderer. Es gibt Menschen, die sind offen und ehrlich, es gibt Menschen, die streiten sich und es gibt Menschen, die sind hinterlistig. Hinterlistigkeit ist etwas sehr Unangenehmes. Hinterlistigkeit heißt von vorne freundlich sein und von hinten Dinge tun, die man von vorne nicht tun würde. Wenn es viel Hinterlistigkeit gibt, heißt es, die Kommunikation ist nicht so gut. Im Normalfall sollte man sich bemühen, eine offene und ehrliche Kommunikation zu haben und offene und ehrliche Entscheidungsprozesse zu haben. Dann braucht es keine Hinterlistigkeit. Wenn du merkst, dass jemand hinterlistig ist, eine Möglichkeit wäre es zunächst mal zu ignorieren. Eine zweite Möglichkeit wäre zu sagen, ja, wenn ich gewusst hätte, dass dir das wichtig ist, hätten wir auch andererweise damit umgehen können. Manchmal kann man auch jemandem klar sagen, ich empfinde das als hinterlistig, was du machst. Mir wäre eine offene und ehrliche Kommunikation wichtig. Manchmal bist du in einer Organisation, wo offene und ehrliche Kommunikation nicht möglich ist. Dann wirst du wissen, in dieser Organisation wird Hinterlistigkeit und Gerissenheit und Listigkeit und Schlauheit und so weiter eine Rolle spielen. Da musst du dann auch mit umgehen können. Und dann kannst du es auch als Sport nehmen und kannst schauen, wie kannst du geschickt handeln und wie kannst du vielleicht etwas mehr Offenheit und Ehrlichkeit hineinbringen. Ich würde dir trotzdem raten, sei selbst nicht hinterlistig. Sei du offen und ehrlich. Es ist besser, trotz Offenheit und Ehrlichkeit die Anliegen nicht berücksichtigt zu bekommen, als wegen Hinterlistigkeit und wegen Vorwurf von Gerissenheit die guten Anliegen nicht berücksichtigt zu bekommen. Sei du ehrlich, sei du ethisch und versuche das so weit wie möglich auch mit anderen, von anderen zu verlangen, anderen gegenüber als wertvoll zu erachten. Und es mag Kontexte geben, wo das nicht möglich ist. Und du kannst überlegen, willst du in einem solchen Kontext wirklich dabei sein?